Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch präsentieren. Heute wollen wir uns mal angucken, was ich die letzten 2 Wochen so an Gold erwirtschaftet habe. Und dafür würde ich sagen, gucken wir gleich als erstes mal in die Tabelle rein. Wir waren das letzte Mal bei 6,2 Millionen Gold und auf dem Main-Account hatten wir 850, auf dem Second-Account waren es so 5,3 Millionen. Ja, plus haben wir 2 Millionen gemacht, war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wenn wir natürlich sehen, was wir die Wochen davor hatten, sah das schon ganz anders aus. Wir haben ja die letzte Zeit doch einiges ausgegeben, aber nicht diese Woche. Und zwar haben wir nämlich, ich glaube, ich habe ein paar kleinere Transmog-Sachen gekauft, aber ich denke mal, wir müssten nicht über minus 200k gekommen sein, also was ich ausgegeben habe. Sprich, nichts Relevantes, was ich jetzt hier mit eintragen muss. Ich trage das ja erst ein, wenn es große Anschaffungen sind, wie hier 2 Millionen, 26, 2,6 Millionen oder hier 19 Millionen, was ich gezahlt habe. Für verschiedene TCG-Sachen oder andere Gelöte, da wird es dann natürlich interessanter. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir hier so mit dem Main-Account haben. Und zwar sind wir auf dem Main-Account jetzt bei knappen 1,5 Millionen. Das Gold habe ich hauptsächlich mit Boosting gemacht, aber ich gebe echt zu, in letzter Zeit bin ich ein bisschen faul, was das Boosten angeht. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht mehr gerade so das große Ziel habe, Gold zu machen, eher gerade ziemlich mit Transmog-Farmen eingespannt bin. Was habe ich denn geboostet? Ich glaube, ich habe ein paar Vision-Boost, also 5 Masken-Boost habe ich erledigt. Dann, ich habe mal wieder auch ein paar Inseln geboostet, also PvP-Inseln. Ich glaube, so knappe 10 PvP-Inseln oder so, da kam auch ein bisschen was rum. Aschenfell, Mushan, aber jetzt nichts Großartiges, ne? Also das sind ja, ist ja hier nicht mal eine Million Gold, was ich an Boosten eingenommen habe. So viel habe ich manchmal an einem Tag gemacht. Also wir haben jetzt wirklich extrem slow mit Boosten das angehen lassen. Ich denke mal, das meiste Gold werden wir über Berufe gemacht haben, so mit dem zweiten Account. Genau, jetzt schauen wir mal hier rein, was ich mit dem Main rausziehe. Und zwar haben wir 107 Items verkauft. Hier sind aber blöderweise jetzt auch... ja gut, was ist da dabei? Talador, Orchidee und Frostwurz und sowas. Ich mache im Moment den Kräutergarten für so einen Transmog. Da brauche ich nämlich noch so ein paar Gartengeräte. Und da habe ich das Zeug immer mit drin. Und dann eigentlich will ich mit dem hier nur die Schmiede- und Leder-Items verkaufen. Aber da schleichen sich jetzt halt teilweise sowas ein. Ja, okay. 2K war vorher schon drin. Anscheinend habe ich gerade ein paar Transmog-Dungeons gemacht und das mitgenommen. Gut, das müssen wir dann rausrechnen. Was haben wir hier? 254.000, das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ich habe ein paar Sachen auch wieder teurer verkauft, seht ihr? Ich habe hier ein paar Ledersachen mal für 5k verkauft, hier Waffen, auch mal eine für 8k und anscheinend ziehen die Preise wieder an. Also gut, das meiste ist immer noch im lowen Bereich, aber manche Sachen habe ich ein bisschen teurer verkauft und was natürlich auch mit rein geht, ich habe meine Bank ein bisschen ausgemistet, wie ihr hier seht. Also es sieht jetzt für meine Verhältnisse clean aus und da waren noch Pets drauf. Hier seht ihr, ich habe zweimal Sauri verkauft oder da war dieser schnelle Frühlingsschreiter drauf. Also es ist hier nicht nur Schmiede- und Leder-Items, sondern es waren auch so ein bisschen Crap-Zeug, was ich auf der Bank hatte, was ich halt loswerden wollte. Ne? Gut, wir haben es losgeworden. Jetzt nehmen wir das mal alles raus. 7 weitere Nachrichten müssten dann nämlich auch nochmal kommen. Ich habe zwar, also es gab Zeiten, wo ich mit Schmiede und Lederer in der gleichen Zeit hier fast 1 Million Gold gemacht habe, aber die Zeiten sind vorbei. Ne? Das war vor 3, 4 Monaten oder so, wo das Zeug rauskam, wo da mal so einen richtigen Hype gab, da hat man richtig gute Gewinne gemacht. Die Zeiten sind leider vorbei, aber auch 200k sind tatsächlich, oder auch über 200k, was wir jetzt verdient haben, sind tatsächlich relativ gut. Ich glaube, ich war mal knapp nur über 100 oder gerade mal so an den 100 dran, da ist das schon gar nicht so schlecht. So, hier sind auch nochmal ein bisschen was, nochmal 6k. Dann schauen wir mal, was wir jetzt overall drin haben. 263.000, ja, das geht. Kann ich jetzt nicht mich beschweren. Somit liegen wir insgesamt bei 1,760 Millionen. Das können wir schon mal eintragen. 1,760 heißt, da haben wir schon mal knapp, ja, 900.000, bisschen über 900.000 gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schicke Angelegenheit. Und dann schauen wir mal als nächstes rein. Und zwar sind wir jetzt auf meinem zweiten Account. Und da gucken wir jetzt gleich mal am Anfang rein. Und zwar das Overall Gold. Halt hier alle Chars. So, hier sind wir bei 5218. Das trage ich jetzt mal hier an der Seite an. 5218 hatten wir gesagt. Genau, nicht, dass ich was Falsches reinschreibe. Heißt, wir sind hier ein gutes Stück runtergegangen. Jawohl, eigentlich gar nicht so viel tatsächlich.
Ich hätte erwartet, dass wir mehr runtergegangen sind. Aber ich hatte in den letzten 2 Wochen fast nichts investiert. Die Woche davor habe ich sehr viel investiert gehabt. Da habe ich Expulsum geschaffelt, noch ein Löcher. Da habe ich, glaube ich, 2 Wochen lang mit dem zweiten Account nichts anderes gemacht, außer Expulsum zu schaffeln oder Items einzustellen. Ne? In den vergangenen 2 Wochen habe ich kein Expulsum geschaffelt. Ich habe zwar die Items immer wieder eingestellt, aber kein Expulsum geschaffelt und auch nicht großartig Mats gekauft. Ne? Teilweise, wenn ich auf 4 Servern mit jeweils 3, 4 Chars auf dem Server Expulsum shuffle und das halt im großen Stil heißt, wir reden jetzt hier nicht von 10.000 Stoff, sondern von, ja, 200.000 Stoff pro Server, ne, was ich da raushau, dann geht natürlich auch gut Gold runter. Dann investiert man mal 1 Million knapp oder 1/2 Million einfach nur an Expulsum zum Shuffeln und zum anderen halt auch an anderen Mats zum Shuffeln. Also da geht das schon ein gutes Stück runter. Und dementsprechend ja, hatte ich die letzten Wochen größere Rückgänge. Diese Woche, das wird wahrscheinlich nur das Transmog sein, was ich gekauft habe. Großartig, da habe ich nichts investiert. Oder vielleicht auch die Einstellkosten. Ne? Die hast du natürlich auch. Oder kleinere Mattbeträge, die ich kaufe, um was nachzusetzen. Deswegen müsste der Gewinn eigentlich höher sein. In der nächsten Woche habe ich wieder vor, ein bisschen was zu schaffeln, weil auf dem einen oder anderen Server wird es dann langsam wieder ein bisschen knäpplicher. Gut, jetzt schauen wir mal rein. Und zwar, das hier ist mein Crap-Verkauf-Char. Und ihr seht schon, der hat 193 Mails. Es ist aber hier nicht sonderlich viel drin. Da ist alles Mögliche drin. Ne, ihr seht von irgendwelchen Pets über irgendwelche Transmog-Items. Hier ab und an sind auch mal Sachen dabei, die über 1000 Golds wert sind. Aber das meiste ist halt irgendwie wie so ein Kleinmist. Aber dadurch, dass ich wirklich dieses ganze Zeug ins AA hau, summiert sich das halt auch auf. Ne? Und ab und an sind auch Transmog-Sachen, die teurer drin sind. Hier habe ich jetzt ein Schild für 4K verkauft, das ist ganz, ganz nice. Aber auch hier, da seht ihr von der Garni, was ich da rausgeholt habe. Es bringt alles ein bisschen was. Ja? Mit Main würde ich das nicht verkaufen, weil das verstopft euch halt dann ständig den Briefkasten. Deswegen habe ich mir hier halt so ein Anführungszeichen Crap-Char gemacht, wo ich das reinhaue. Hier habe ich auch alle möglichen Rezepte, die ich in irgendwelchen Transmog-Runs finde. Ich farm das Zeug jetzt nicht explizit, um quasi das mit dem Chart zu verkaufen, sondern das ist halt Abfallprodukt von Sachen, die ich eh mache. Wenn ich jetzt für mich selber Transmog farm, dann fällt halt oft mal was ab, was man vielleicht auch mal für ein bisschen mehr verkaufen kann. Hier haben wir irgendwas, da haben wir irgend so eine Essenz für 16K verkauft, hier haben wir irgendwas für 11.000 verkauft. Das ist wahrscheinlich ein Pet, oder? Ja, also, was ist denn das hier? Das ist ein Algan. Ach ja, den Nasirtar habe ich ein bisschen auch den World Boss gefarmt und dann ist der Algan so ein Rare rumgelaufen, haben wir auch umgehauen, das Pet drin gewesen, 11K für einen schnellen Rare-Killen. Das ist halt schön, ne? Wenn man solche Sachen findet und die verkaufe ich dann hier mit meinem Crap-Char in Anführungszeichen. So, jetzt nehmen wir das mal alles raus, mal gucken, was das insgesamt ist. Ich habe hier auch teilweise schon mal größere Beträge gehabt, ne? Da habe ich irgendwie so einen Transmog rein und das ging dann für knappe 100k raus. Also man kann da schon relativ viel auch rausziehen. So, wir haben jetzt hier 70k gemacht. Das sind jetzt keine großen Summen, aber für einen Haufen Crap ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und immer mal wieder verkaufe ich hier was, ne? Das ist, weil ich hier halt auch sehr viel Transmog-Gedöns immer habe, kann ich euch mal zeigen. Ist es halt auch so, dass es relativ lang dauert, bis man was verkauft, aber da macht es halt dann so ein bisschen die Masse. Ne? Gut, dann gucken wir mal weiter. Sudala, dann sind wir jetzt auf meinem Schneider und VZ-Char. Mit dem habe ich leider mal nicht sonderlich viel eingenommen und auch diesmal sieht es mau aus. 24k. Sieht ein bisschen trübe Kristalle haben wir verkauft und ein paar Schneider-Items, aber hier auf Antonidas und auf den allermeisten anderen Servern sieht es leider sehr, sehr schlecht aus mit Schneider-Items. Keine Ahnung, warum die wesentlich weniger geben als die Schmiede- und Leder-Items, aber so ist es leider. Ne? Dann haben wir als nächstes meine Inji. Und was haben wir mit dem eingenommen? 36k. Das ist jetzt aber auch nicht so berauschend. Ich glaube, das war letzte Woche besser. Aber zumindest ist die Gewinnspanne ganz okay, ne? Knappe 3k pro Item. Ich brauche so 700-800 Gold, das Item herzustellen. Also da kannst du eigentlich nicht motzen. Dann haben wir den letzten Char hier. Und zwar mein Hexenmeister auf Antonidas. Und der ist einmal. Was haben wir mit dem denn? Inschriftenkunde, genau. Manchmal vergesse ich das. Was haben wir hier drin? Naja, 50k. Ist jetzt auch nicht so berauschend. Da seht ihr, wir haben mit Abstand am meisten mit dem Main rausgezogen. Und der Schmied Lederer, also da geht tatsächlich noch relativ gut was gut. Mit dem haben wir auch das eine oder andere Pet verkauft. Aber ich denke mal, knappe 200k waren es bei dem trotzdem, auch wenn wir die Pets rausrechnen. Dann sind wir jetzt als nächstes auf Blackmore geswitcht. Und zwar habe ich jetzt hier meinen alten Main-Char, wo ich jetzt hier Inji und VZ habe. Also sprich den Horden-Main-Char, den ich ja mal eine Weile gespielt habe. Genau, was haben wir hier rausgezogen? 37k, das berauscht mich jetzt auch nicht. Ich hoffe ja noch so ein bisschen,
auf meinen Schmiedeleder-Char. Oh, da haben wir sogar eine Waffe für 7k verkauft. Ne? Die anderen waren jetzt eher, naja, für nicht so viel drin. Als nächstes haben wir dann hier Schneider. Und was hat er noch? Inschriftenkunde, genau. Was haben wir da so rausgezogen? Naja, schon ein bisschen mehr. 70k, nehmen wir das mal raus. Aber auch hier sind die Preise relativ low, ne? Inschriftenkunde war mal so ein bisschen mein Steckenpferd quasi. Da haben wir richtig gut was rausgezogen. Aber irgendwie hier, ja, sieht langsam auch ein bisschen mau aus. Viele von den Compendiums kriege ich gerade noch 1000 Gold. Da ist wenig bis fast keine Gewinnspanne mehr vorhanden, ne? Was ein bisschen schade ist. So, und jetzt kommt meine Hoffnung hier auf Blackmoor. Und zwar ist das mein Schmiede- und Lederer-Char. Und was haben wir da drin? 86.000. Ne, 186.000 so rum. Ja, da kann man nicht motzen. Ihr seht schon, Lederer und Schmied zieht tatsächlich immer am besten an, ne? Also, gut, man hat natürlich auch ein bisschen was, was man zahlen muss, ist ganz klar. Man schaffelt halt auch relativ viel Expulsum und muss natürlich auch Leder und die Erze kaufen, aber da kommt schon ganz gut Gewinn rum. Also, da kann ich mir jetzt nicht beschweren. Vor allem, es dauert auch da tatsächlich ein bisschen, das Ganze rauszunehmen. Aber auch leider hier seht ihr, viele Sachen sind halt nur um 1, 2K rum. Ab und an habe ich dann mal eins für 3, 4.000 dabei, aber die meisten Sachen sind halt mit einem relativ kleinen Betrag, ne? Ich habe vor, ja, 3, 4 Monaten ähnliche Verkaufszahlen gehabt, aber da waren die Teile im Schnitt 3, 4.000 wert und da hast du natürlich dann ganz andere Werte in Gold. Aber zu knappen 200k sage ich jetzt auch nicht nein, ne? Nimmt man natürlich gerne mit. Dann sind wir jetzt auf Eggwing geswitcht. Und zwar haben wir dann den VZ und Schneider-Char und ich vermute mal, dass da nicht schon nicht so viel drin sein wird. 35k, ich glaube, das ist ziemlich das, was wir beim anderen auch drin hatten, ne? Ja gut, da zeichnet sich das gleiche ab, wie wir schon auf Blackmoor und Antonidas gesehen haben. Dann haben wir jetzt hier auf Equin Mine Schmiede und Lederer-Char. Jetzt mal schauen, ob wir hier auch wieder gut was drin haben. 143k. Gut, das ist nicht so gut wie auf den anderen Servern, aber auf jeden Fall ganz okay. Und hier haben wir sogar einige Items auch drin. 3, 4K sind. Da haben wir sogar irgendwas für einen Plattenstiefel für 11k verkauft. Wir hatten für 11k einen Plattenschuh gekauft. Nicht, also man hat immer mal so Ausreißer drin. Und ihr müsst ja sehen, die Herstellungskosten sind ja nicht höher wie bei den anderen, ne? Also wenn da mal was für über 10k rausgeht, und dann pusht das natürlich ordentlich den Gewinn nach oben, ne? Ganz klar. Dann haben wir den letzten Char hier auf Antonidas. Und zwar haben wir jetzt einmal Inschriftenkunde und Inji. Was haben wir da drin? Nochmal 50.000 Gold. Ja, nehmen wir mit. Das haut mich jetzt auch nicht von den Socken. Ich hoffe jetzt nur so ein bisschen auf Eredar. Das ist der letzte Server, den ich nur habe. Ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber wir werden sehen. So, dann sind wir auf Eredar angelangt. Und zwar haben wir hier den ersten Char mit Schneider und VZ. Und ich schätze mal, ja, hier ist auch nicht sonderlich viel drin. 33k. Naja. Zumindest ein bisschen was, aber ein paar Sachen, habt ihr gerade gesehen, da war eins, das haben wir sogar für 6k verkauft. Gar nicht so verkehrt, ja. Gut, dann schauen wir mal weiter. Dann sind wir jetzt auf meinem zweiten Eredar-Char angekommen und zwar Lederer und Schmied hat der. Und jetzt gucken wir, was der so drin hat. 178k. Okay, das kommt relativ nah an Blackmoor ran. Aber auch hier haben wir mal was für 7k drin, 8k, 6k. Also hier sind auch noch ein paar Sachen, die ein bisschen mehr wert sind. Ich merke, der Unterschied zwischen Eredar Blackmoor und Antonidas ist eigentlich der, dass ich zwar auf Antonidas mehr verkaufe, also auf Antonidas hatte ich glaube ich über 100 Items drin, aber hier auf den beiden Horden-Servern habe ich teilweise noch ein bisschen höhere Preise, ne, die ich zwischendrin verdiene. Gut, ich habe jetzt natürlich auch auf Antonidas noch ein paar Pets mit drin, ne, die verfälschen natürlich so ein bisschen die Statistik. Aber gut, 178k, das bestätigt wieder meine Annahme, dass Schmied und Lederer tatsächlich am besten gehen im Moment. Gut, dann haben wir es fast geschafft. Und zwar haben wir jetzt den letzten Char noch mit Inji und Inschriftenkunde hier auf Eredar. Dann schauen wir mal rein. Oh, 84k für die Kombi sogar gar nicht so schlecht. Ah ja, hier mal ein paar Waffen für 6k verkauft. Hier einen Schildhand für 11. Okay, ja, zwischendrin sind ganz gute Sachen. Hier eine Waffe für 8. Ja, da haben wir natürlich eine ordentliche Gewinnspanne. Wie gesagt, so zwischen 500 und 1000 Gold kostet eigentlich ein Item, das sich herstellt, je nachdem, wie viel Expulsum es braucht. Und auch, ja, abhängig so ein bisschen von den Mats. Gut, dann, ah, jetzt haben wir auf Eredar auch wieder über 1 Million Gold. Jetzt gucken wir mal rein. Wir sind jetzt insgesamt bei 6,222. Okay, das kann ich mir sogar merken. 6222 und ja, dann haben wir anscheinend hier die Sachen nicht weiter runtergezogen. Dann machen wir das doch mal. Dann liegen wir insgesamt bei 7,982 Millionen. Heißt, knappe 8 Millionen haben wir jetzt wieder dafür, dass ich im Moment nicht wirklich am Goldfarmen bin und das alles so ein bisschen nebenbei
Bastel ist es doch gar nicht schlecht, haben wir 1,7 Millionen gemacht. Klar, das ist jetzt nicht das große Gold, das ist mir schon klar. Für 2 Wochen, da haben wir schon ganz andere Summen gemacht. Ich erinnere noch an hier diesen Monat quasi, das sind ja dann 4 Wochen zusammen, das waren halt über 11 Millionen. Aber ja, im Moment habe ich jetzt nicht so große Ausgaben geplant, da passt es schon. Und mit den 8 Millionen, da werden wir wahrscheinlich so nach und nach ein bisschen Transmog-Sachen kaufen, wenn sie denn günstig im Aha sind. Gut, damit sind wir wieder am Ende von dem kleinen Video. Achso, ich muss ein bisschen runter scrollen, sonst seht ihr es gar nicht. Da ist ja dieses Ding drüber. Gut, ich verabschiede mich jetzt dennoch. Hier seht ihr noch einmal die Zahlen. Wenn ihr wollt, seht ihr mich in 2 Wochen wieder bei der Gold-Tagebuchreihe. Und sonst habe ich noch eine Haufen andere Videos auf dem Kanal. Unter anderem auch ein Waste of Money-Videoserie. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Da gebe ich nämlich mein Gold aus. Und da wird dann so ein bisschen mehr drauf eingegangen, was denn hier diese ganzen Minuszahlen bedeuten, für was ich denn alles so mein Gold ausgegeben habe. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.